Willkommen zu einem Video zur Regelungstechnik. Jetzt geht es um die Einführung in die Antriebsregelung. Wir werden hier das Ganze an einem Beispiel für die Stromregelung einer permanent magnetdirekten Gleichstrommaschine ansehen, also I-Regelung. PMGM. Was brauchen wir dazu an Hardware? Na, wir brauchen als erstes einmal einen Sollwertgeber. Und hier stellen wir uns einfacherweise mal vor, dass wir ein Potentiometer hernehmen und dieses Potentiometer zwischen einer positiven und negativen Spannung schalten. Zum Beispiel hier plus 10 Volt, hier minus 10 Volt. Und der Schleifer dieses Potentiometers der soll jetzt entsprechend skaliert sein, sodass wir eben, wenn wir den Schleifer ganz nach oben drehen, hier zum Beispiel plus 5 Ampere in der Mitte 0 Ampere und unten minus 5 Ampere einstellen können. Das ist also unser Sollwert, unser Sollwertgeber. So, unser Sollwertgeber selber, der liefert uns ja jetzt ein I-Soll-Strich. Warum? Weil wir haben aus dem Strom ja eine Spannung gemacht. Das heißt also, wir haben hier ein I-Soll-Strich. Und wir wissen jetzt, für eine Regelung brauchen wir einen Vergleich mit einem I-Is-Strich. Also der muss ebenfalls wieder in eine Spannung verwandelt werden. Und zwar, man muss es also hier anschauen, hier haben wir also eine Strommessung. Den IS erfassen wir mit einer Strommessung und diese Strommessung selbst wird sinnvollerweise, wenn wir es hier skaliert haben, aus 5 Ampere, und zwar plus 5 Ampere, wieder 10 Volt erzeugen. Das ist also die I-Messung. So. Und diese I-Messung selbst, also dieses Signal, das Differenzsignal, wird jetzt auf einen Regler wirken. Dieser Regler selbst wird also hier aus einer Spannung wieder eine Spannung erzeugen. Und diese Spannung muss jetzt umgewandelt werden in eine Energie, die die Gleichstrommaschine anspeist. Wie machen wir das? Wir machen das also mit einer PWM-Einheit. Und diese PWM-Einheit, wenn man sich das anschaut, wandelt Volt in PWM-Prozent um. Und das nächste, was wir jetzt brauchen, ist diese PWM-Einheit selbst, die steuert uns ja jetzt eine H-Brücke an. So, und wie sieht jetzt diese H-Brücke aus? Und eine H-Brücke besteht aus vier Schaltern. Das obere Ende der beiden Schalter wird mit Plus-Versorgungsspannung für die Maschine versorgt, also Plus UA. Das untere Ende liegt an Masse. Und wenn wir jetzt diese Schalter nummerieren, haben wir hier also 1, 2, 3 und 4. Dann wird diese PWM-Einheit diese vier Schalter eben ansteuern. Das heißt, wir können also hier einzeichnen, setzen wir uns vielleicht grün ein, also hier einen PWM-Ausgang für den Schalter 1 und einen PWM-Ausgang hier unten für den Schalter 2. Dann haben wir hier auf der Gegenseite einen PWM-Ausgang für den Schalter 3 und einen PWM-Ausgang für den Schalter 4. So. Und das Ziel unserer Regelung ist ja die Gleichstrommaschine. Und diese Gleichstrommaschine, die wird jetzt hier dazwischen angeschaltet. Das heißt, wenn wir also hier jetzt wieder eine andere Farbe hernehmen, damit wir es mit den Linien leichter tun, dann haben wir hier also das Plusende der Gleichstrommaschine und das Minusende der Gleichstrommaschine, das führen wir hier zurück. Und die Strommessung selbst, die müssen wir jetzt hier ankoppeln und die können wir ankoppeln, indem wir hier bei der Maschine
machen wir es vielleicht hier hinten, so, einen Strom messen. Und dieser Strom selbst, den zeichnen wir jetzt noch hier ein, also der Ankerstrom, der wird also dann entsprechend geregelt werden. Das ist also unsere Hardware, so wie es sich darstellt. So, jetzt brauchen wir ein regelungstechnisches Ersatzschaltbild. Na, wie wird das ausschauen? Das erste, was wir brauchen, ist, wir müssen also diesen Sollwertgeber darstellen. Und wir nennen das diese Übertragungsfunktion GISOLL. Und die macht mir aus nichts anderes als aus diesem ISOLL eine entsprechende Spannung, damit sie weiterverarbeitet werden kann. Wir können also hier noch einschreiben Ampere pro Volt. Dann haben wir hier unseren GI-IST oder GI-SENSE. Macht ebenfalls aus Ampere Volt. Hier haben wir noch ein Minus hinzuschreiben. Das nennen wir GI-SENSE, also das ist der Sensor. GI-SENSE. So, dann haben wir hier unser R von S, der Regler, der ja entsprechend dann festgelegt wird. Dieser Regler macht jetzt über ein GPWM, also diese PWM-Einheit, die wir gerade besprochen haben, aus Volt Prozent. So. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Block. Das ist also die GH-Brücke, die aus Prozent wieder Volt macht. Und dann haben wir hier über die Übertragungsfunktion unserer Maschine, also die GPM-GM, so. Und die wir dann aus unserer angelegten Spannung aus dem Volt die Ampere erzeugen, ja, und aus dem hier hinten messen wir dann mit diesem Sensor. Das ist also jetzt das regelungstechnische Ersatzschaltbild unserer gesamten Anordnung. So, und jetzt schauen wir uns an, wie können wir das Ganze in den Griff bekommen, sodass wir mit Optimierungstabellen arbeiten können. Ja. Zuerst ist einmal, also wir brauchen die Übertragungsfunktionen. Also Übertragungsfunktionen. So, schauen wir uns mal die erste Übertragungsfunktion an. Die ist also hier oben die Übertragungsfunktion GISOLL. GISOLL haben wir als Potentiometer aufgefasst. Das heißt, sobald wir hier irgendwas verdrehen, wird sich schlagartig der Ausgang als Spannung aufbauen. Das heißt, das Ganze verhält sich als P-Element. Und die Übertragungsfunktion dieses P-Elements, das wissen wir also, wenn wir hier oben anschauen, GISOLL, wird also ein Faktor sein, das ist also K ISOLL und mal, wenn wir uns der Spannung anschauen, Volt pro Ampere. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist also der Regler. Also, wir sagen R von S. R von S, das wissen wir jetzt schon, das kann sein ein P, ein I, ein PI oder ein PID-Element. Und das werden wir später aus den Tabellen bekommen. Und die Einheit, die wir rausbekommen, ist also sicherlich Volt pro Volt, weil wir eben eine Spannung entsprechend hernehmen. So, dann schauen wir uns als nächstes an, den G. Schauen wir uns als erstes an den GPWM an. PWM. So. Das GPWM muss wieder aufgehen. Das sehen wir schon, es wird aus einem Faktor bestehen und der Ausgang wird Prozent durch Volt sein. Das heißt, wir können jetzt sagen, es wird das auf jeden Fall ganz schnell gehen. Warum? Weil der Mikroprozessor die Einheit sehr schnell umsetzt. Das heißt, wir haben ein P-Element und das GPWM können wir also nennen als KPWM mal,
die Ausgang ist Prozent. Ah, beziehungsweise der Ausgang ist, ja, passt schon, der Ausgang ist Prozent und der Eingang ist Volt. So, das ist das GPWM. Dann bauen wir als nächstes unsere GH-Brücke. Eine H-Brücke baut auf, unmittelbar die Spannung auf, wenn die BWM, die Aussteuerung sich verändert. Das heißt, das Ganze ist ein B-Element. Und das GH-Brücke wird also sein ein K für die H-Brücke. Und von den Dimensionen her wird also am Ausgang Volt entstehen und am Eingang Prozent anstehen. So. Und jetzt schauen wir uns als letztes noch das, die Übertragungsfunktion, die für die Stromregelung relevant ist, unser GPM, GM an. Wenn wir einen Stromregler uns ansehen, wissen wir, wir haben also hier die Spannung U, die an den Klemmen ansteht. Wir haben also hier als Störgröße die indizierte Spannung minus UI. Und jetzt haben wir hier den Stromaufbau, der 1 durch RA durch 1 plus S LA durch RA. So. Und hier hinten, wenn wir das Ganze dann anschauen, baut sich also unser Strom IA, unser Ankerstrom auf, und der ist zugleich dann unser Strom IIST, den wir ja messen wollen. Das heißt, hier haben wir schon die Übertragungsfunktion angeschrieben für das GPWM. Es ist also nichts anderes, wenn wir uns die Dimension anschauen, also als dieser PT1-Term, den wir hier haben. Also PT1-Term. Und die Dimension, wenn wir uns das anschauen, das wird herauskommen, wird sein Ampere pro Volt, die hier vorne hineinmarschieren. U ist eine Störgröße, wird uns beim Reglerentwurf nicht belasten, die lassen wir einfach weg. So, jetzt schauen wir uns das nächste Mal an. Na, wie ist das für den Reglerentwurf? Wir brauchen ja für die gesamte Verhalten der Strecke ein FW, also die Führungsübertragungsfunktion, und die ist nichts anderes als die Vorwärtsübertragungsfunktion, das ist also die offene Schleifenübertragungsfunktion, durch 1 plus die Schleifenübertragungsfunktion, also hier Fs von S. So. Für den Reglerentwurf ist das hier oben interessant, also O von S ist also nichts anderes als R von S mal S von S. So. Und jetzt schauen wir mal der Reihe nach an, was fehlen wir für dieses FO von S auf. Naja, gehen wir mal hier wieder rauf in unser Bild. Das FO von S ist also nichts anderes als dieses GISOL mal den R von S mal den GBWM mal den GH mal bei den GPMGM. Okay, das werden wir jetzt tun. Das heißt, wir sagen mal, also unser FO von S ist also gleich unseren Regler, den wir ja noch nicht kennen, mal. So, jetzt geht's los. Also als erstes einmal das GISOL von S mal, den Regler haben wir, das GISOL haben wir, das GPWM mal das GH-Brücke und mal das GPMGM. So, und die fädeln wir jetzt auf. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, das Ganze hier ist also das S von S. Das ist unsere Strecke. Und wir schauen uns jetzt dieses S von S an, indem wir einfach die einzelnen Faktoren aufsammeln, das heißt, um die Dimensionen uns anschauen. Wir haben also hier einmal ein K, I soll, mal, und jetzt haben wir einen Ausgang, haben wir Volt pro Ampere, mal ein GPWM, das ist also ein KPWM, mal der Ausgang ist Prozent pro Volt, mal ein GH, das ist ein KH, mal, also die H-Brücke selbst hat als Ausgang Volt, das Eingang Prozent, so. Mal, jetzt setzen wir in der nächsten Zeile hier fort, das GBWM, BMGM, das kennen wir schon, das ist also nichts anderes als 1 durch RA durch 1 plus S LA
durch RA. Und soll also als Dimension, wenn wir uns das da hinten anschauen, diese Dimension dieses ganzen Teils, die müsste eigentlich sein, was wir gesehen haben, also Ampere pro Volt. So. Ich kürze mal hier der Reihe nach einmal durch, was wir zum Kürzen haben. Das heißt, die Volt, wenn wir die anschauen, kürzen sich hier mit dem Volt. Die Prozent kürzen sich hier mit dem Prozent. Und was hier stehen bleibt, und das schauen wir uns nochmal näher an, ist also nichts anderes als Carbisol mal KPWM mal KH, so die drei Faktoren, mal diese Volt pro Ampere. Und jetzt schauen wir uns die Dimensionen an, die sich hier noch bei dem Teil ergeben. Unten ist 1 plus S und dieses LA durch RA, das ist eine Zeitkonstante, die Ankerzeitkonstante TA. So. Und was passiert jetzt hier oben? Na, hier oben haben wir einen Wert für 1 durch RA stehen, also eine Zahl. Und die Dimension von dem Ganzen, naja, RA ist ja nichts anderes wie Volt pro Ampere, das heißt, wir können das 1 durch RA Ampere pro Volt hinschreiben. Und jetzt können wir wieder kürzen. Und wir sehen also, dass ich hier tatsächlich die Dimension von S ist in Wirklichkeit also 1, beziehungsweise hier gibt es noch eine Zeit, das Ganze abklingt. Und das muss auch so sein, weil wenn wir uns das Ganze anschauen, naja, wir werden ja also, wenn wir uns das ganze System jetzt hier anschauen, muss ja im Wesentlichen der Strom, der hineinkommt in das Ganze, also auch den Strom, also der Strom am Eingang dieser Strecke muss einen Strom am Ausgang ergeben. Das heißt also, wir haben hier also eine Dimension, die wir hier reingeben. So, und damit haben wir jetzt ein S von S festgestellt, und mit diesem S von S, also mit diesem S von S, mit dem gehen wir jetzt in die Optimierungstabelle. Und aus der Optimierungstabelle bekommen wir jetzt den Reglertyp. Und außerdem dazu noch die Parameter für den Regler. Und mit Hilfe dieser Angaben können wir dann unsere Regelung einstellen. Und wie sich das Ganze auswirkt, sehen wir dann in einem Matcard-Video. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. So, wir wollen uns also die eine Antriebsregelung für den einfachsten Fall einer Stromregelung einer permanenten magnetarierten Gleichstrommaschine anschauen. Was brauchen wir an Hardware? Na, wir brauchen einmal hier einen Sollwertgeber, den wir hier als Potentiometer darstellen. Wir wollen bipolare Ströme einstellen, Plus Ampere und Minus Ampere. Das heißt also, wir werden Plus Minus versorgen. Der Schleifer wird dann also direkt eine Umwandlung von dem gewünschten Amperewert in eine Spannung durchführen. Auf der zweiten Seite, machen wir hier noch ein Minus dazu, so. Dieser Vergleichsstelle haben wir unsere tatsächliche Strommessung, hier wird also der Ist-Strom gemessen, Sollstrom und Ist-Strom werden verglichen und werden einem Regler zugeführt. Der Regler selbst soll also eine Spannung aufnehmen und eine Spannung liefern. Damit wir das Ganze jetzt in Richtung Strom umwandeln können, brauchen wir eine Pulsweitenmodulation, das heißt, diese Volt werden Prozent erzeugen, diese Pulsweiten, diese Schalthandlungen werden vier Schaltern zugeführt, einer A-Brücke, 1, 2, 3, 4. Und mit Hilfe der Schalterstellung wird jetzt hier in der Gleichstrommaschine der Strom so aufgebaut, dass also der Ist-Wert möglichst dem Sollwert entspricht. Wie können wir das jetzt regelungstechnisch in den Griff bekommen? Na, wir verwandeln das Ganze in Blockdiagramme. Wir haben also hier eine Übertragungsfunktion für diesen Sollwertgeber, der ja aus Ampere Volt macht. Wir haben eine Übertragungsfunktion für den Sensor, aus Ampere ebenfalls Volt. Haben wir dann einen Regler, die wird aus Volt Volt erzeugt. Haben die PWM, die aus Volt Prozent erzeugt. Haben hier die H-Brücke, die aus Prozent wieder Volt erzeugt. Und haben wir unsere Gleichstrommaschine, die aus Volt dann Ampere erzeugt. So. Wie schauen die Übertragungsfunktionen aus? Naja, ein Potentiometer, unmittelbar, wenn man den Schieber betätigt, macht aus dem
Wert, der an das Skala angeschrieben ist, ein Spannungswert, das heißt, es ist ein B-Element, das ist G-Isol, kann man anschreiben als ein K-Isol, also einen Faktor, der spezifisch für die jeweilige Anwendung ist, mal Volt pro Ampere. Der Regler wird sein ein B-Regler, ein I-Regler, ein PI- oder ein PID-Regler, kommt aus der Tabelle, hat als Übertragungsfunktion dann Volt pro Volt. Die PWM selber reagiert also blitzartig, wenn wir also einen Timer mit einer Zahl laden, mit einer Spannung, eben den Spannungswert laden, dann wird sofort die PWM umgestellt, ist also ein P-Element, wir haben also ein K-PWM mal Prozent pro Volt. Die H-Brücke wird also sofort, wenn die Schalter richtig eingestellt sind, die entsprechende Spannung liefern, das heißt also, wir haben hier ebenfalls ein P-Element, das GH ist also KH mal Volt pro Prozent. Und die permanentere Gleichstrommaschine wird über ein PT1 den Strom aufbauen, wenn hier vorne eine Spannung ansteht. Die Übertragungsfunktion hier wird also die Dimension haben Ampere pro Volt und wird eben ein PT1-Verhalten haben. So schauen wir uns das Ganze also mal an. Was brauchen wir für die gesamte Regelung? Wir brauchen die Führungsübertragungsfunktion, die aus der Vorwärtsübertragungsfunktion durch 1 plus die Schleifenübertragungsfunktion besteht. Und zum Reglerentwurf brauchen wir die Vorwärtsübertragungsfunktion. Die Vorwärtsübertragungsfunktion ist anders wie die Regler mal der Strecke. Das heißt, wir bilden also die Vorwärtsübertragungsfunktion, lassen hier den Regler offen stehen, multiplizieren hier die einzelnen Übertragungsfunktionen auf und erhalten jetzt einen Term für S von S. Hier eingesetzt für unseren Fall, durchgekürzt, dann bleiben also übrig K-Isol mal K-PWM mal K-H mal Volt pro Ampere, die noch übrig waren. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Einheiten an, hier von unserer Übertragungsfunktion. Diese Übertragungsfunktion, haben wir gerade vorher gesagt, muss Ampere pro Volt haben. Tatsächlich kürzt sich das weg und damit erhalten wir hier nur mehr eine Zeitkonstante hier drin. Wir haben hier also eine entsprechende 1. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, gehen wir jetzt mit dieser Funktion, das ist unsere Strecke, für die Optimierungstabelle. Aus der Optimierungstabelle holen wir uns den Reglertyp. Und mit dem Reglertyp wissen wir dann auch die Parameter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.